herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Birgit von Kreativstempel und ich freue mich sehr, dass ihr wieder vorbeischaut. Heute habe ich kein Bastelvideo für euch, sondern ich möchte euch heute meinen Job als Demonstratorin etwas näher bringen und etwas erklären. Warum? Wir haben momentan noch eine Aktion. Bis 30. Juni 2020 ist diese Aktion gültig. Dazu komme ich gleich. Und damit ihr die nicht verpasst, weil die ist ganz toll, mache ich dieses Video. Erst ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Birgit Hessdörfer und ich habe vor 3 Jahren mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich bin 49 Jahre alt. Ich habe eine ganz tolle, liebe Familie, bin glücklich verheiratet, habe einen großen, erwachsenen Sohn und bereits auch Enkelkinder. Und das macht mich glücklich. Ja, und es gibt 2 große Lieben in meinem Leben oder 2 Leidenschaften, 2 ganz große. Und die erste große Liebe ist meine Familie, meine Kinder, meine Enkelkinder, mein lieber Mann. Und es gibt natürlich nichts Schöneres auf der Welt, als eine Familie zu haben und Zeit mit der Familie zu verbringen. Das ist das Schönste überhaupt. Und das sollte man auch genießen und das ist ganz wichtig. Meine 2. große Liebe ist meine Liebe zu Stampin' Up und meine Liebe zum Basteln mit Stempel und Papier. Und wie vorhin schon am Anfang erwähnt, habe ich mir diese große Liebe, dieses Hobby zum Beruf gemacht vor 3 Jahren im Mai 2017 und ich habe es bis heute nicht bereut. Es ist einfach wunderschön. Das ist mein Leben, meine große Liebe, wie gesagt, meine große Liebe Nummer 2. Und ich habe es nie bereut und es war auch am Anfang gar nicht so geplant. Ich wollte eigentlich nur so mein Hobby ein bisschen selber finanzieren und habe mir gedacht, ach komm, steigst du ein als Stampin' Up Demonstratorin. Die Celebration war gerade vorbei, einen Monat. Ja, ich hätte eher einsteigen sollen, dann hätte ich die tolle Celebration-Zeit mitnehmen können, aber ist gar nicht schlimm gewesen. Ich hatte ja als Kundin die tollen, schönen Sachen ausgenutzt und hatte mir dann gedacht, warum machst du es nicht und steigst ein als Demonstratorin? Und das habe ich dann getan und ja, bereits im Oktober hatte ich schon meinen YouTube-Kanal und meinen Blog www.kreativstempel.com und so nahm das Ganze seinen Lauf. Ich hatte im Oktober auch schon mein allererstes Teammitglied und ich weiß noch genau, wer das war. Ja, das sind so schöne Erinnerungen und einfach traumhaft schön. Und es lief einfach irgendwie alles von selbst. Aber warum ist das so? Weil es meine große Liebe ist. Und das ist einfach der Schlüssel zum Erfolg. Wenn ihr etwas liebt, etwas von Herzen tut und ja, mit Begeisterung, dann funktioniert das von ganz alleine. Und deswegen frage ich dich, ist es bei dir genauso? Bastelst du gerne? Ist es deine große, große, große Leidenschaft? Machst du das tagtäglich? Denkst du immer daran und ja, bastelst du sehr, sehr viel? Dann ist es doch kein Problem. Warum überlegst du? Wir haben im Moment diese tolle Aktion. Unsere Starteraktion, das bedeutet, wenn du noch bis zum 30. Juni gilt diese Aktion, dich als Stampin' Up Demonstratorin einschreibst, dann bekommst du zusätzlich zum Starter-Set, das erkläre ich gleich nochmal alles, ein Produktpaket gratis dazu geschenkt. Das könnte zum Beispiel das niegelnagelneue Produktpaket Zauberhafte Grüße sein. Besteht aus einer Handstanze und diesem schönen Stempelset. Bekommst du gratis dazu, wenn du dich einschreibst. Oder das wunderschöne Produktpaket Wunderbare Welt. Hier mit diesem Globus und mit diesen wunderschönen Stanzformen. Oder, ich habe jetzt mal 3 Beispiele für dich, das Produktpaket Besondere Momente mit diesen wunderschönen Mondblüten, Stanzformen und diesem schönen Stempelset. Und es gibt noch viele, 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 viele mehr. Eines davon kannst du dir gratis raussuchen.
Also, wenn das kein Angebot ist, das ist bis zu knapp 70 Euro ein Geschenk zusätzlich. Was ist noch der Vorteil als Stampin'-Up-Demonstratorin? Ja, du kannst dir dein Hobby finanzieren, wie man so schön sagt. Du bekommst als Stampin'-Up-Demonstratorin 20% Rabatt, später mehr. Das erkläre ich dir alles genauer. Wenn du das gerne möchtest, können wir da auch gerne mal telefonieren oder schreiben, beziehungsweise auf meiner Homepage, die verlinke ich dir unter diesem Video, findest du alle, ja, wichtigen Dinge zusammengefasst. Und da kannst du das nochmal nachlesen. Du findest da auch zwei, drei Videos, so wie dieses jetzt heute auch. Das kannst du dir jederzeit nochmal in Ruhe anschauen. Und wie gesagt, wenn du Fragen hast, können wir gerne telefonieren. Ja, und was hast du noch für Vorteile? Du bekommst als Stampin'-Up-Demonstratorin den Katalog 4 Wochen vor allen anderen. Das bedeutet, du bekommst ihn 4 Wochen früher zugesandt und kannst dann schon die tollen neuen Sachen bekommen. Wir Demonstratorinnen können auch die Sachen uns schon 4 Wochen früher bestellen. Aus dem Jahreskatalog einen ausgewählten Teil und aus den Saisonkatalogen das komplette Sortiment. Das heißt, du kannst es dir schon 4 Wochen früher bestellen und kannst damit schon basteln und schon ein bisschen spielen, so wie wir das nennen. Und das ist natürlich toll. Ja, was kannst du noch machen? Du kannst natürlich dir, wenn du sagst, du möchtest einen kleinen Nebenverdienst oder es sogar hauptberuflich machen, kannst du damit Geld verdienen, ganz klar. Und ja, diese Möglichkeiten gibt es. Aber ich möchte eigentlich darüber jetzt gar nicht so viel sprechen, sondern ich wollte dir dieses Angebot einfach nochmal kurz erklären, dass du weißt, worum es geht. Also du bekommst dieses Produktpaket gratis, was du dir raussuchen kannst, zusätzlich zum Starter-Set. Und das Starter-Set ist ja bei uns so, dass du ein Starter-Set, also direkt wenn du dich einschreibst über das Anmeldeformular, musst du auch gleich dein Starter-Set raussuchen. Dazu empfehle ich dir im Katalog vorher zu schauen, welche Produkte du gerne haben möchtest, beziehungsweise was du gebrauchen kannst. Ich bin dir auch hilfreich dabei bei diesem Starter-Set. Es gibt zum Beispiel einen wunderschönen Vorschlag von Stampin' Up, den kann ich dir gerne zuschicken, wo empfohlene Produkte für das Starterpaket für ganz neue Neueinsteiger drinnen sind. Das kann ich dir gerne zuschicken in Form einer PDF-Datei. Ich kann dir aber auch gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen und dich beraten, welche Produkte du in dein Starterset packen solltest. Das können wir gerne gemeinsam am Telefon machen oder auch schreiben. Ja, und dieses Starterset gibst du dann direkt in diesem Anmeldeformular auch mit ein. Ich biete es meinen neuen Teammitgliedern immer an, dass wir dieses Anmeldeformular gemeinsam machen. Du kannst es aber auch alleine machen, wenn du möchtest. Also ich biete es dir halt an, wenn du dich da ein bisschen, wenn du dir da ein bisschen unsicher bist, dann können wir das gemeinsam machen. Und ja, oft ist es so, dass dann die neuen Teamies auch ihre Fragen direkt an mich stellen und damit dann auch vieles geklärt wird an Fragen, was da noch so ja offen wäre. Ja, dann schreibst du dich ein und dieses Starter-Set hat einen Wert von 175 Euro und du bezahlst aber nur 129 Euro dafür. Das bedeutet, du suchst dir Produkte aus dem Katalog, aus dem kompletten Sortiment, alles was dir gefällt, im Wert von 175 Euro. Es sollte keinen Cent drüber sein, das erkläre ich dir dann aber auch nochmal. Und du bekommst das versandkostenfrei zugeschickt. Das heißt, du hast da schon eine Ersparnis. Dann bekommst du ein sogenanntes Geschäftsmaterialpaket noch mit dazu. Da sind neue Kataloge drin, Bestellscheine, kleine Flyer für Stempelneulinge oder auch für Interessenten, die gerne auch genauso wie du einsteigen möchten. Und ja, viele hilfreiche Materialien für dein Business, auch Einladungen für Workshops, wenn du zum Beispiel Workshops machen möchtest, dann ist das auch alles dabei. Und wie gesagt, du suchst dir gleich ganz am Anfang dieses Produktpaket raus und ja, du zahlst für all das nur 129 Euro. Und was auch noch ganz wichtig ist für dich zu wissen, wenn du dich dann eingeschrieben hast, du bekommst immer Betreuung durch mich. Ich bin deine Stempelmama, so nennen wir das. Ich betreue dich, ich bin jederzeit für dich da für Fragen und ja, bin hilfreich bei der ersten Bestellung, wie du die erste Bestellung eingeben kannst und so weiter und so fort. Da helfe ich dir immer. Wir haben auch in unserem Team Kreativstempel, haben wir immer Zoom-Call-Schulungen.
Das isst du ungefähr einmal im Monat. Das ist keine Pflicht, aber freiwillig, könnte aber sehr hilfreich sein für dich. Da geht es zum Beispiel um solche Dinge. Wie lege ich eine Bestellung an? Bei welchem Kunden welche Bestellung? Wie mache ich einen Workshop? Was habe ich auf Märkten zu beachten? Wie arbeite ich bei Facebook? Also ich gebe auch gerne viele Facebook-Tipps. Oder wie kann ich mit Canva schöne Werbegrafiken machen und so weiter und so fort. Also das findet bei uns statt. Wir haben mindestens einmal, manchmal auch zweimal ein Teamtreffen im Jahr, wo wir gemütlich zusammen basteln, Spaß haben und ja, da ein schönes Wochenende miteinander verbringen oder auch nur einen Tag, je nachdem, wie lange du möchtest und kannst. Wir haben von Stampin' Up aus auch Veranstaltungen wie zum Beispiel die Onstage und andere schöne Sachen. Und ja, in unserem Team haben wir eine WhatsApp-Gruppe. In dieser Gruppe bekommst du auch jederzeit Hilfe. Also wir sind ein ganz lustiger Haufen von bastelsüchtigen Mädchen. Keine Zicken bei uns. Also brauchst du dir keine Gedanken machen. Alles, alles liebe Leute. Aber ich kenne eh nur im Bastelbereich liebe Mädels. Also mach dir da keine Gedanken. War nur ein kleiner Scherz von mir. Und wir haben auch eine Facebook-Gruppe. Da stehen dann so die Veranstaltungen drin, wann zum Beispiel das Teamtreffen ist, wann unser Zoom-Call ist und so weiter und so fort. Also wir sind ein sehr, sehr hilfreiches, Entschuldigung, ein nettes, liebes Team, was sich gegenseitig immer hilft und immer füreinander da ist. Und ja, das ist wirklich eine tolle Sache. Und ich muss auch sagen, durch Stampin' Up sind ganz, ganz viele Freundschaften entstanden, wertvolle, liebe Freundschaften. Also das möchte ich nicht mehr missen, wirklich. Also ich liebe mein Team, die Mädels sind alle ganz, ganz nett und lieb. Und auch außerhalb meines Teams habe ich ganz viele nette Menschen kennengelernt. Also da entstehen wirklich richtige Freundschaften und das ist natürlich toll. Also wirklich, wirklich toll. Ja, das sind so die Dinge, die ich dir noch ans Herz legen möchte. Und eine Sache, die du vielleicht noch wissen solltest, bis jetzt waren alles die Sachen dabei, was jetzt ohne Verpflichtungen ist. Jetzt sage ich dir, das Einzigste, was du quasi als Verpflichtung erbringen musst, und selbst wenn du das nicht schaffst, ist es auch nicht schlimm. Und zwar ist es ein Quartalsumsatz, den du erreichen musst von 300 CSV. CSV ist eine Umrechnungswährung für uns Demonstratorinnen, weil wir weltweit tätig sind. Und damit das fair ist, weil ja jeder eine andere Währung hat, ist eben diese CSV-Einheit eingeführt worden. Und es sind 300 CSV, sind ungefähr 360 Euro im Quartal. Das bedeutet ungefähr 120 Euro im Monat. Wenn du das einmal nicht schaffen solltest nach diesen 3 Monaten, dann ist das nicht schlimm. Dann kommst du einen Monat in eine sogenannte Painting-Phase. Da hättest du also nochmal Zeit, den Umsatz nachzuholen. Und wenn du es auch dann nicht schaffst, dann passiert gar nichts Schlimmes, außer dass du eben rausfällst aus dem System und bist dann ab dem nächsten Monat keine Demonstratorin mehr. Aber das war auch schon alles. Du musst nichts zurückbezahlen, du musst keine Strafe bezahlen, du musst keine Produkte zurückgeben, gar nichts. Und das tut auch gar nicht weh. Also, es kommt drauf an. Mir würde es wehtun, wenn ich es nicht schaffen würde. Aber ja, es passiert dir nichts. Also, das ist alles, was du ganz, ganz an wichtigen Informationen wissen musst. Zu den ganzen anderen Fragen, Gewerbeanmeldung und so weiter und so fort. Da können wir dann gerne mal telefonieren oder auch gerne schreiben. Da kann ich dir sehr, sehr gerne behilflich sein. Und ja, ansonsten kann ich wirklich nur noch sagen, wenn du dich mit dem Gedanken trägst, schon seit längerer Zeit vielleicht, vielleicht auch nur seit kurzer Zeit, vielleicht kanntest du bis jetzt Stampin' Up noch nicht. Ich kann dir nur raten, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Noch bis 30. Juni ist dieses Angebot, wo du eben diese Gratis-Produktpakete oder ein Produktpaket aussuchen kannst. Natürlich kannst du auch im Juli oder im August noch einsteigen oder den Monat danach, überhaupt kein Thema, aber da gibt es eben dieses tolle Angebot nicht. Deswegen, ja, rate ich dir, wenn du dich damit schon lange beschäftigst, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt für dich. Und ja, vielleicht hast du ja deine Demonstratorin schon gefunden, bei der du einsteigen möchtest, dann kontaktiere deine Demonstratorin, schreib dich bei ihr ein. Wenn du noch keine gefunden hast, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dich vielleicht für unser Team entscheidest, für das Team Kreativstempel. Ich bin die Birgit Hessdörfer, ich habe das Team Kreativstempel gegründet und
Ich würde mich sehr freuen, wenn du zu uns kommst. Wie gesagt, wir sind ein ganz lieber, lustiger Haufen und ja, wir freuen uns immer über Nachwuchs in unserem Team. Deshalb melde dich bei mir. Ich bin gerne da für alle Fragen, die du noch hast, wenn du noch unsicher bist. Ansonsten, wenn du schon weißt, jawohl, ich mache es jetzt, juhu, würde ich mich sehr freuen, wenn du über den Link hier unten über das Video gehst auf meine Homepage. Dort findest du die Seite, wo noch mal ein bisschen Informationen stehen zum Demonstratorin werden. Und dort findest du auch das Anmeldeformular. Das geht also ganz einfach, unkompliziert online. Du klickst auf das Anmeldeformular, füllst das alles aus, gibst dein Starter-Set ein und schon kann es losgehen. Ja, ich würde mich sehr freuen. Ja, jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wenn du Fragen hast und noch Zweifel hast, melde dich bei mir. Ansonsten, wenn du jetzt schon weißt, juhu, jetzt gleich schreibe ich mich ein, freue ich mich darüber. Bis bald und wir werden uns kennenlernen und ja, bis bald. Liebe Grüße, deine Birgit. Tschüss.